Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Heute war es so kalt, dass ich, als ich fertig war mit meinen Patienten und noch mein Bürokram erledigt habe, eine Mütze aufziehen musste. Am 26. Mai 2021. So etwas habe ich ja auch noch nie erlebt. Ich sitze mal ab. So. Und möchte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen in eigener Praxis seit über 15 Jahren mittlerweile. Und heute geht es um das Thema Omega-3-Fette. Ich habe hier schon mal ein kleines Video drüber gedreht, vor über einem Jahr. Möchte das heute aber nochmals genauer erklären, da ich doch sehe, dass viele Patienten bei mir immer hier noch Schwierigkeiten haben. Auch Patienten, die schon bei mir waren, da muss ich es nochmals erklären. Und ich denke, dass so ein Video hier wirklich angebracht ist. Ich zeige auch nachher noch an einem Patientenbeispiel Laborwerte, da ich die ja immer im Blut teste. Und ich gehe jetzt mal auf die Omega-6-Fette ein. Das hier, ich habe schon ein bisschen vorgemalt, das ist die Linolsäure. Das ist eine pflanzliche Omega-6-Fettsäure. Ne, die ist pflanzlich, das ist also im Distel, in der Distel drin, Distelöl oder im Sonnenblume, im Sonnenblumenöl. Das wäre Omega-6. Ich komme gleich noch drauf, was die dann für Wirkungen haben. Die Omega-6-Fettsäure, wenn wir die also essen, wenn ein tierischer Organismus die isst, auch wenn die Kuh die isst, ne, oder das Schwein, das wir dann essen, dann wird es in diesem tierischen Organismus umgewandelt von der pflanzlichen Omega-6-Fettsäure über eine Zwischenstufe, die Gamma-Linolensäure, in die Dihomo-Gamma-Linolensäure, die ist auch noch wichtig fürs Gehirn, und dann weiter umgewandelt in die sogenannte Arachidonsäure. Und diese Arachidonsäure, wie gesagt, wir Menschen aus der pflanzlichen bilden oder wir Menschen auch essen können als Endverbraucher im Tierischen. Ne? Die Kuh, die bildet ja, wie gesagt, aus dem, was sie zum Essen bekommt. Und meistens bekommen die Kühe, die Menschen essen, die jetzt Kühe essen, ich esse es keine, nicht so tolle Nahrungsmittel, und dann wird eben hier aus diesen pflanzlichen Geschichten, was die zum Essen kriegen, die Arachidonsäure in ihrem Körper gebildet, und wir essen die dann als Endverbraucher oder wir nehmen zum Beispiel ein Distelöl oder ein Sonnenblumenöl und bilden die Säure dann in unserem Körper selbst. Oder wir essen eine Butter, wo viel Omega-6 drin ist, was die Kuh dann schon umgewandelt hat. Ne? So muss man sich das vorstellen. Also wir essen entweder hier was oder eine Zwischenstufe in den Nahrungsmitteln, oder wir essen gleich das Endprodukt, die Arachidonsäure, oder wir bilden das selbst. Ich denke, das hast du jetzt verstanden. Ne? Okay. Und aus dieser Arachidonsäure bildet unser Körper nun sogenannte Prostaglandine. Hat es nichts mit der Prostata zu tun, die heißen eben so. Thromboxane Leukotriene und Prostacycline. Ich schreibe es mal aus. Und Prostacycline. Ne? Und die haben auch einen Namen. Die heißen dann zum Beispiel D2, E2 oder F2. Da ist die 2 dann da hinten wichtig. Ne? Oder die Thromboxan A2. Ich erkläre das auch noch gleich, warum das wichtig ist. Und so weiter. Ich schreibe jetzt nicht alles hin. Ne? Diese Geschichten hier, die sind proentzündlich.
im Körper. Die machen also Schmerz, die machen eine Schwellung, die machen eine Entzündung per se, die aktivieren das Immunsystem. Die Thromboxane, die machen auch noch eine Thrombozytenaggregation, also eine Blutgerinnung. Das ist auch wichtig dann, wenn jemand einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt, wenn ein Gefäß sich verschließt, dann spielen da die Thromboxane eine große Rolle. Deswegen hat es auch in der Kardiologie einen hohen Stellenwert. Erkläre ich auch noch gleich genauer. Und jetzt komme ich zu den Omega-3-Fettsäuren. Das waren die Omega-6. Das schreiben wir hier die Omega-3-Fettsäure mal auf. Da nehme ich mal eine andere Farbe. Und zwar haben wir hier die Alpha-Linolensäure. Die Alpha-Linolensäure ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Die ist dann also in Pflanzen enthalten, wo viel Omega-3 drin ist, wie zum Beispiel Hanf oder Walnuss oder Lein. Ja, zum Beispiel Leinöl. Und das ist mir sehr wichtig. Und das ist wichtig hier. Das ist hier das Pflanzliche hier. Ne? Linolsäure, Omega-6, Alpha-Linolensäure, Omega-3. Ja? So. Und aus dieser pflanzlichen Omega-3-Fettsäure bildet der tierische Organismus, also wenn ein Mensch das zum Beispiel isst, bildet er die Eicosapentaensäure. Langes Wort oder abgekürzt auch häufig EPA. So, und das ist jetzt wichtig. Und das war es auch schon. Interessant, ne? Es fehlt nämlich noch eine Fettsäure. Die, schreibe ich mal in einer anderen Farbe hin, die Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure. DHA. Die ist jetzt in diesem Schaubild gar nicht drin. Erkläre ich auch gleich warum. Also, aus der Alpha-Linolensäure bildet der tierische Organismus und auch wir Menschen die Eicosapentaensäure und die ist antientzündlich. Und dazu brauchen wir eine gesunde Darmflora für die Umwandlung von hier nach hier. Da brauchen wir die Bacteroides-Bakterien. Die kann man in einem Darmcheck zum Beispiel anschauen. Wenn ich eine Stuhluntersuchung mache, dann schaue ich mir die immer an. Das weiß auch kaum jemand, dass man die dazu braucht. Da braucht man also auch ganz salopp gesagt eine gesunde Darmflora. Wenn es also jemand auf die wichtige EPA-Säure abgesehen hat und die haben möchte, die ist ja die wichtige hier, und viel Leinöl zu sich nimmt, und dass hier die Umwandlung hier im Darm nicht funktioniert, dann steigt die nicht an. Das zeige ich auch gleich noch im Labor. Die Eicosapentaen, die wirkt dann antientzündlich, und zwar diese ganzen Substanzen, die Prostaglandine, werden auch hier durchgebildet, und zwar nicht als D2, E2, F2, sondern als D3, E3 und F3. So. Aber damit möchte ich dich jetzt nicht mehr langweilen. Dann Thromboxane. Schreibe ich jetzt auch nicht mehr aus, sonst dauert es so lange. Leukotriene. Und Prostazykline. So. Eben in einer leicht anderen Form, und zwar in einer antientzündlichen Form. Aus der Eicosapentaensäure, EPA, bildet der Körper die ähnlichen Substanzen, aber antientzündlich. Hier proentzündlich, hier antientzündlich. Hier schmerzmachend, hier schmerzlindernd. Hier
gerinnungsfördernd, hier gerinnungshemmend. So. Das ist wichtig. Und die Docosahexaensäure, die wird nicht aus der Alpha-Linolensäure gebildet, zu maximal 5-10%. Das ist vernachlässigbar. Die müssen wir extra essen. Und da komme ich auch noch gleich drauf. Die DHA, die ist nämlich fürs Gehirn und für die DNA-Reparatur sehr wichtig. Die hier. So. Jetzt zeige ich dir hier noch einen Trick, die sich die Pharmaindustrie zunutze gemacht hat, vor über 120 Jahren schon, und die wir uns auch zunutze machen können, diese biochemische Reaktion, diesen Trick. Der Körper braucht, um die von der Arachidonsäure diese proentzündlichen Substanzen zu bilden, ein bestimmtes Enzym. Und das heißt Cyclooxygenase. Kurz abgekürzt einfach COX, COX. So sagt der Mediziner. Und wir können diese Cyclooxygenase hemmen durch Salicylate. Zum Beispiel Aspirin. Das hat nämlich ein Chemiker Ende des 19. Jahrhunderts herausgefunden, dass bestimmte Pflanzen Salicylate enthalten, und hat daraus das Aspirin entwickelt. Und das Aspirin hemmt die Cyclooxygenase. Und dann kann der Körper aus der Arachidonsäure nicht mehr so viele, weil das Enzym ja gehemmt ist, proentzündliche Substanzen bilden, und schon geht der Schmerz weg und das Fieber geht runter und die Schwellung geht runter, und wir haben auch eine Gerinnungshemmung, weil die Thromboxane auch gehemmt werden. Das wird ja auch in der Kardiologie angewandt. Das nennt man dann salopp Blutverdünner, was natürlich nicht stimmt. Es verdünnt nämlich nicht das Blut, aber es macht eine Gerinnungshemmung. So. Übrigens, wir haben auch pflanzliche Salicylate. Zum Beispiel das Mädesüßkraut hat viel Salicylate drin, das können wir uns dann auch zu Nutzen machen und uns da ein Elixier draus machen oder einen Tee trinken, dann haben wir hier auch eine Schmerzhemmung. Und das hat mit der Cyclooxygenase-Hemmung zu tun. Man sagt einfach COX-Hemmer, ja? Periphere Schmerzmittel, dazu gehört auch das Aspirin, habe ich gesagt, das Ibuprofen, das Paracetamol, das Novalgien und so weiter. Ja? Gut. Oder wir machen das einfach so, wir essen viel Omega-3, insbesondere die Eicosapentaensäure selbst, und haben hier dann einen Ausgleich. Denn jetzt kommt wieder ein Trick. Ich sage ja, das ist gar nicht so einfach. Die Eicosapentaensäure hemmt die Arachidonsäure. Und zwar, man sagt, eine kompetitive Hemmung. Wenn wir also viel Eicosapentaensäure zu uns nehmen, haben wir eine Hemmung der Arachidonsäure. Die wird kompetitiv gehemmt. Also wir brauchen da unsere Ernährung gar nicht großartig umstellen. Wenn wir das ganz salopp einfach machen möchten, dann essen wir einfach viel von der EPA. Und dann geht die Arachidonsäure automatisch runter. Das kann ich auch im Labor immer beobachten. Jetzt darf ich hier noch dazu sagen, dass die Balance hier ausgeglichen sein sollte, weil wir brauchen ja diese Stoffe und diese Stoffe, ist ja klar, wir brauchen ja auch die hier. Und zwar 1:1 wäre toll. Leider ist es mittlerweile so in unseren westlichen Ländern, dass hier nicht mehr 1:1 ist von diesen zu diesen Fettsäuren. Ja, also ich rede hier von dem gesamten Komplex, auch einschließlich dieser hier, sondern von 20:1. Wir haben also 20 mal mehr proentzündliche Substanzen hier, die dann gebildet werden. Und dann ist ja klar, dass wir in eine proentzündliche Situation kommen können. Viel leichter, wie wenn wir hier einen Ausgleich hätten. Und das schaue ich mir dann im Labor immer an.
Jetzt noch ein letztes Wort zur Docosahexaensäure. Die wird also überhaupt nicht oder sehr, sehr wenig nur aus der Alpha-Linolensäure gebildet. Deswegen ist schon mal fraglich, ob man nur mit dem Leinöl hinkommt. Das könnte man im Labor dann kontrollieren, was ich ja mache. Das heißt, wir müssen also hier schauen, dass wir auch die EPA und die DHA noch zusätzlich einnehmen. Und die beiden hier sind nur in Algen und im Fisch drin. Algen und Fisch. Und nicht im Pflanzlichen, weil das ist die pflanzliche, das ist die tierische und die kommt so gut wie nicht im normalen tierischen vor. Ne, da muss das Tier auch dann hier von da das hier bilden und ein bisschen noch das hier. Das ist nur ganz, ganz gering, vielleicht in einem super tollen Fleisch drin, wo die Tiere im Wald noch rumrennen oder in einem Ei, wo die Hühner noch ganz frei rumlaufen und sich ganz toll ernähren. Aber da kommen wir heutzutage nicht mehr hin. Also wir müssen da schon schauen, dass wir hier viel Fisch essen oder Algen, die auch ölig sind, wo auch ein bisschen Fett drin ist, oder Algenöl trinken oder Fischöl zu uns nehmen. Dann haben wir hier einen Ausgleich. So, das war jetzt viel Theorie. Ich weiß, jetzt komme ich hier mal zum Praktischen, dass es ein bisschen angenehmer wird. Jetzt habe ich die falschen Laborergebnisse hingelegt. Das ist natürlich jetzt peinlich. Da muss ich gleich nochmal schauen. Dann zeige ich mal hier, das habe ich mir nämlich hingehängt, das Originalschaubild aus dem Studium. Man hat tatsächlich im Studium im 7. Semester in der klinischen Chemie dieses Schaubild lernen müssen, aber das haben so gut wie alle Ärzte wieder vergessen. Ich kenne es also so gut wie keinen, der das noch weiß. Hier, das habe ich da einfach mal abgezeichnet. Und hier sehen wir Fett gleich entzündungsfördernd. Arachidonsäure. Das habe ich damals im Studium hingeschrieben, meine Originalhandschrift von damals. Ich habe das dann kopiert und eingeschweißt. Und hier haben wir die Alpha-Linolensäure, die pflanzliche. Und hier haben wir die Eicosapentaensäure. Und hier haben wir dann entsprechend die antientzündlichen Substanzen und die Docosahexaen, die DHA, die fehlt hier also tatsächlich, die haben die hier gar nicht aufgeschrieben. Das ist also aus dem medizinischen Lehrbuch, aus dem Medizinstudium, schon lange her, vor 25 Jahren ungefähr oder länger mittlerweile schon war das hier. Aber sollte hoffentlich heute noch gelehrt werden. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich jetzt doch noch ein Labor finde mit diesen Fettsäuren. Es tut mir leid, dass ich das Falsche hingelegt habe. Und ich möchte das Video jetzt nicht nochmals ganz neu drehen. Da bitte ich um Verständnis. Und ich werde hier, ja, hier habe ich sie schon. Dann kann es sein, aber dass ich jetzt nicht das Paradebeispiel habe jetzt, was ich gerne gezeigt hätte. Aber das ist ja egal. Einfach, dass du mal siehst, wie wir diese Fettsäuren hier im Labor testen, das mache ich bei fast jedem Patienten. Wo ich noch ein zweites Bild finde, ich habe hier viele Labore. Moment, bitte. Hier habe ich noch mal eins. Gut, habe ich schon mal zwei gefunden, das ist gut. Dann darf ich die mal ins Bild zeigen. Das sind jetzt aber keine, ich wollte welche zeigen, die wirklich niedrig sind, das ist aber egal, dann einfach, dass du das mal siehst hier, wie das aussieht. Hier haben wir so ein Bild und hier haben wir also da unten, da haben wir hier die Mitochondrien getestet, das ist also eine meiner Favorites, den bioenergetischen Gesundheitsindex hier zu testen. Und hier haben wir die Fettsäuren, die, und zwar in der Erythrozyten-Membran getestet. Das sind ganz genaue Werte. Die sind wirklich lang, das sind Langzeitwerte. Und hier haben wir oben mal die gesättigten Fettsäuren, die Palmsäuren, Palmsäure hier, Stearinsäure, dann die einfach ungesättigten, die Ölsäure, die ist im Olivenöl zum Beispiel drin, die Nervonsäure, die haben wir ja auch getestet. Und dann kommen wir zu den Omega-3 und Omega-6 und das sind genau die, die ich gerade gezeigt habe. Alpha-Linolen, Eicosapentaen, Docosahexaen.
mit den Worten kannst du es gerade halbwegs umgehen. Und dann die Linol, die Dihomogammalinolen und die Arachidonsäure hier unten, die Omega-6. Und die haben dann auch immer die Quotienten ausgerechnet. Und dieser Patient hier hat sehr gute Werte. Da kann ich ja auch dazu sagen, dass das am Anfang hier immer lange nicht so gut aussieht. Hier sieht man auch, das ist die Eicosapentaen, ist von 27 dann auf 42 hochgegangen. Die Docosahexaen geht so, die könnte auch höher sein. Und dann sieht man auch hier, dass die Arachidonsäure von 315 runtergegangen ist auf 206. Ja, das ist die kompetitive Hemmung hier. Bei der Ernährung hat der Patient nicht geändert, der hat dann einfach nur mehr Omega-Fettsäuren eingenommen und haben hier eine gute Balance von Eicosapentaen zu Arachidon hier ausgerechnet und auch ein gutes Omega-6-zu-3-Verhältnis im Gesamten. Das rechnet das Labor dann immer auch noch aus. Ja, und normalerweise sehe ich hier Werte von bei Eicosapentaen von 8 bis 12 und Docosahexaen von 70 bis 80. Und die Arachidonsäure entsprechend von 400 bis 500. Ne? Und auch die Palmsäure ist deutlich viel zu hoch. Da kann ich dann sehen, wie ernähren sich die Menschen, die vor mir sitzen. Wir sehen auch, dass die Alpha-Linolensäure wurde dann hier nicht mehr eingenommen. Da wäre es dann schon auch gut, wenn man noch ein bisschen Leinöl oder Hanföl dazu einnimmt, dass wir hier alles schön ausgeglichen haben. Ich zeige es nochmal in diesem Labor. Da habe ich gerade auch auf die Stelle nochmal eins gefunden. Da sehen wir es dann auch nochmal das Gleiche. Hier sehen wir, dass der Patient, das war auch ein Patient, der war schon öfters bei mir, der hat es dann mal ganz gut hingekriegt mit den 38 hier, die Eicosapentaen. Und dann hat er wieder nachgelassen, hat wieder nichts mehr eingenommen. Und dann nach einem halben bis einem Jahr rutschen die wieder runter. Und das ist natürlich deutlich zu wenig hier. Ja? Aber die Arachidonsäure hat sich trotzdem tapfer unten gehalten, weil das sind auch Langzeitwirkungen. Das beobachte ich dann auch häufig. Ja. Wir sehen auch hier, der Patient hat auch ein Fettsäureproblem. Der hat ja hier auch ein stark erhöhtes oxidiertes LDL-Cholesterin. Das hat dann auch indirekt mit dem Ganzen hier zu tun. Ne? Das ist eine ganzheitliche Medizin. Da gehören auch die Omega-3-Fette dazu. Gut, noch ein Wort zu dieser Therapie. In der Kardiologie steht in den schulmedizinischen Leitlinien drin, dass doch bitte koronare Herzinfarktpatienten, KHK-Patienten Patienten, die gefährdet sind, eine Thrombose oder einen Schlaganfall oder Ähnliches zu bekommen, eine Lungenembolie, doch bitte Omega-3-Fettsäuren einnehmen sollen, insbesondere die Eicosapentaensäure. Das hat sogar die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier beschrieben. Und wir können uns definitiv vor Herzinfarkt und Schlaganfall besser schützen, indem wir hier drauf Acht geben. Wir können antientzündlich behandeln, indem wir hier drauf Acht geben. Wir haben weniger Schmerzen, indem wir hier drauf Acht geben. Wir haben weniger Entzündungen, indem wir hier drauf Acht geben. Unser Immunsystem wird stabilisiert, indem wir die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure einnehmen. Das ist wichtig. Ne? Das ist mir auch nochmals wichtig zu sagen. Und ich mache das immer so. Ich nehme so ein Fischöl. Ich habe hier eine große Flasche. Das ist ein gutes Fischöl. Ich möchte jetzt wirklich keine Werbung machen. Deswegen zeige ich es auch nicht und mache auch keine. Und ich mache das einfach dann so. Es darf gar nicht ranzig schmecken. Das ist wichtig. Das darf auch nicht ranzig riechen. Man darf nicht ranzig aufstoßen, so fischig. Das muss ein schönes, nicht oxidiertes, frisches Fischöl sein oder auch ein Algenöl. Das gehört in den Kühlschrank, dass es nicht ranzig wird. Sobald du von Omega-3-Kapseln oder einem Öl, egal ob es Fisch oder Algen ist, aufstoßen musst, noch stundenlang so fischig und es riecht auch schon so fischig, wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Dann ist es oxidiert und funktioniert nicht mehr. Es muss also ein Öl in einer hohen Qualität sein. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Also, ich hoffe,
Du hast es jetzt verstanden. Das Video habe ich auch für meine Patienten gemacht, weil ich diese Geschichten hier schon so oft aufgezeichnet habe und erklärt habe. Aber wenn die Patienten von mir noch die ganzen anderen Erklärungen bekommen und die ganzen Zusammenhänge erklärt bekommen, dann das ist ja für mich einfach nur hier, wir brauchen Omega-3-Fette. Das ist für mich alles. Wir haben zu wenig Omega-3-Fette, gehört in die Ernährungsberatung mit rein. Schreibe ich dann in die Therapieliste mit rein. Dann ist es für mich abgehakt. Aber viele wollen wissen, warum. Und dann kommen sie eben zum Teil wieder und sagen, jetzt habe ich Omega-3-Fettsäuren eingenommen, das muss jetzt stimmen. Und dann haben sie eben Leinöl eingenommen, ganz tapfer. Und dann haben wir hier einen hohen Leinölwert, einen hohen Alpha-Linolensäurewert und EPA ist immer noch unten und DHA immer noch im Keller. Und dann stimmt auch, wie gesagt, was mit dem Darm nicht, wichtig nochmals, betone ich nochmals. Und wir haben hier eben dann, die haben es dann quasi ein bisschen falsch gemacht. Ne? Das ist auch wichtig zu wissen. Ich habe lange Zeit, vor 20 Jahren ungefähr, ganz viel Leinöl zu mir genommen, jeden Morgen in mein Budwig-Frühstück von der Johanna Budwig mit Leinöl und Quark habe ich damals gegessen, nach Johanna Budwig. Und habe das nicht gewusst. Ne? Ich habe es einfach nicht gewusst, obwohl ich das auch im Medizinstudium gelernt habe, aber das waren vielleicht eine halbe Stunde, es waren vielleicht oder 15 Minuten in einer Vorlesung hier. Das wurde auch im Staatsexamen nicht abgefragt. Die Schulmedizin pfeift auf die Ernährung, ganz einfach. Die haben da keine, als ein reiner Schulmediziner hat er auch keine Ahnung. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber es ist eben nun mal so. Und das hier weiß auch, wissen normale Ärzte leider nicht, das darf ich hier auch nochmals sagen. Das wissen die leider nicht. Wir können hiermit auch die Cholesterine in den Griff kriegen, wir können die mit senken. Das ist denen auch nicht bewusst, dass man hier mal diese Öle hier dann in entsprechenden Dosierungen gibt, aber wenn möglich nach Labor und mit Ernährungsschulung. Also das ist mir jetzt auch noch ein Anliegen, dass ich das noch sagen durfte hier und sage somit vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.